Ein günstiges Schlafsetup bestehend aus Zelt, Isomatte und Schlafsack für um die 100 Euro, das wirklich gut funktioniert. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute soll es um eine Schlafkombination gehen, die in meinen Augen günstig ist, also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Das Setup besteht aus drei Teilen, alle von Grand Canyon. Das ist einer, ja, ich möchte sagen, Mittelklasse-Low-Budget-Marke, die ich schon mit einigen Sachen mittlerweile im Test hatte. Hier hinter seht ihr das gute Stück, zu dem ihr natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung findet. Wenn ihr mehr Infos braucht, als ihr in diesem Video bekommt, dann schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren eure Frage rein, die werde ich dann auf jeden Fall beantworten. Kommen wir gleich mal zu den ganzen harten Fakten zu diesen drei verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Dafür habe ich mir einen Spickzettel gemacht, das kann ich mir nicht alles auf einmal einfach so merken. Seht mir das bitte nach, ja, da muss ich meinen kleinen Zettel erstmal rausholen. Das Zelt selbst bekommt in einer Preisspanne von 40 bis 60 Euro und gibt es in drei Farben. Das eine, das günstigste, das ist hier das Graue, dann gibt es noch einmal Oliv und ein helleres Grün. Die Größe vom Zelt, wir haben 2,5 Meter in der Länge. Das ist zum Beispiel für mich ganz gut, weil die meisten Zelte haben ungefähr 210 und mit Schräge bappen dann meine Füße zum Beispiel gerne mal an. Und hinten haben wir eine Breite von 165 cm. Das heißt, da passen schon zwei Leute auf jeden Fall nebeneinander. Vielleicht auch noch eine dritte kleine Person, Hund oder Kind. Und vorne einen Eingang von ungefähr 145 cm. Hoch ist das Ganze 110, also ich kann bequem drin sitzen, natürlich nur direkt in der Mitte, weil wie bei vielen Zelten ist es natürlich auch eine Schrägkonstruktion. Das ganze Set wiegt 2,2 Kilo, das lässt sich natürlich noch ein bisschen reduzieren, wenn man entweder den Außenbeutel ganz weglässt zum Beispiel, gehen nochmal 100 Gramm ungefähr drauf, ein bisschen weniger, dann kann man die Stahlheringe, die mitgeliefert sind, gegen Titanheringe ausliefern, man kann weniger Heringe mitnehmen und ein bisschen, wie ich das heute auch gemacht habe, sich mit dem Stock behelfen. An den Seiten, wo nicht so viel Last auf einmal drauf sitzt, denn dann braucht man auch keinen so stabilen Hering wie zum Beispiel einen Stahlhering. Und andere kleinere Sachen kann man auch noch weglassen, zum Beispiel die Seile an der Seite, die nochmal für die Lüftungsklappen zum extra Abspannen sind, beziehungsweise um sich gegen Sturmböen nochmal stärker zu schützen. Die kann man natürlich, wenn man weiß, dass man in milderen Wetterlagen, die wir ja meistens in Mitteleuropa haben, selbst wenn es bei uns mal stark regnet, normalerweise vorkommen, weil richtigen Starkwind hat man selten, besonders wenn man natürlich gerne wie ich auch mal im Wald schläft auf Wandertour. Beim Packmaß haben wir ungefähr 13 x 56 cm. Wenn man gut ist, ich krieg's nie so richtig irgendwas wieder auf Originalmaße gepackt. Das ist bei mir einfach so. Also rechnet mit ein bisschen mehr. Es ist aber durchaus möglich, weil es kommt ja auch so verpackt an. Das heißt, wenn man sich richtig Mühe gibt, dann kriegt man dieses Packmaß auch hin. Wir haben außen 2000 mm Wassersäule. Das ist für Außenzelt absolut ausreichend. Wir haben ja keinen besonderen Druck auf der Wassersäule, der das Wasser reinpressen würde. Und unten haben wir eine 3000 mm Wassersäule. Wir haben aber 3000 scheinen erstmal nicht so viel zu sein. Wir haben allerdings einen sehr dicken Zeltboden, einen sehr robusten Zeltboden. Den zeige ich euch natürlich gleich nochmal in der Nahansicht. Das heißt, die 3000 mm Wassersäule, wenn sie auch erstmal für einen Zeltboden wenig klingen, hat bei mir noch nie nachgegeben in irgendeiner Weise, so dass ich noch nie Wasser drin hatte. Wir haben natürlich ein Glasfibergestänge, wir haben Heringe aus Stahl dabei und ein Inzelt-Moskitonetz. Das zeige ich euch jetzt nochmal ein bisschen eingeblendet. Das ist natürlich, falls man es mit einem Tarp kombinieren will, sehr praktisch, hält natürlich immer die Insekten draußen. Der Schlafsack von Grand Canyon. Der Schlafsack von Grand Canyon, den gibt es in verschiedensten Ausführungen. Der hier heißt zum Beispiel Fairbanks. Es gibt noch eine Sommerschlafsack-Version. Das ist jetzt eine, die bis ungefähr 0 Grad geht, je nachdem wie man ist, eher bis plus 2 Grad, so in dem Bereich. Das hängt aber natürlich sehr stark davon ab, was ihr am Tag vorher gemacht habt, ob ihr ausgekühlt seid oder wie euer Wärmebefinden an sich so ist. 35 bis 45 Euro kostet ungefähr die Fairbanks-Variante. Das hängt dann jeweils von der Farbe ab. Die anderen, ganz anderen Schlafsackmodelle, die sind natürlich ein bisschen günstiger oder teurer dann teilweise. Wir haben wieder drei Farben, ein helles Grün, ein Oliv und ein Blau. In der Größe haben wir oben eine Größe von 88 cm und unten von 85 cm. Ihr merkt schon, das ist ein relativ geräumiger Schlafsack. Das gefällt mir sehr gut, weil ich gerne mal ein bisschen Platz brauche, einfach mit meinem Körper. Der normale durchschnittliche Schlafsack passt mir meistens nicht so gut, vor allen Dingen nicht von der Länge, aber auch oben vom Brustbereich gerne mal nicht so richtig. Dabei wiegt der Schlafsack 1,9 Kilo. Ja, ist für das Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Da gibt es aber mittlerweile deutlich günstige, für die man dann aber auch schon mal 200 bis 300 Euro ausgeben muss.
Wir haben ein Packmaß von 27x40 cm. Das ist natürlich wieder, falls man es perfekt zusammenpacken kann, der Kompressionssack für den Schlafsack. Der war jetzt nicht so toll. Der ist mit der Zeit gerissen. Das hat zwar über ein Jahr gedauert, aber ich erwarte dann eigentlich schon, dass ein mitgelieferter Kompressionssack länger als ein Jahr hält. Sowas kann man natürlich nachkaufen, dann auch von besserer Qualität. Ich packe ihn manchmal in den Carinthia-Packsack rein. Aber ne, da hätte ich mir gewünscht, dass der ein bisschen länger erhält. Unten am Schlafsackboden haben wir bei diesem Schlafsack etwas Interessantes. Wir haben nämlich eine 2000 mm Wassersäule. Das ist der schwarze Rand unten. Wir sehen uns das natürlich alles gleich nochmal in der Nahansicht mit meinem persönlichen Fazit dazu an. Aber da kommt natürlich dann wenig bis kein Wasser durch, was natürlich in Verbindung mit dem Zeltboden natürlich nochmal eine super Sache ist. Wir haben einen Kragen dabei, der funktioniert gut mit einem kleinen Kordelzug. Wir haben einen 2-Wege-Reißverschluss, wir haben mattes Polyester und Nylon verbaut. Bei der Isomatte Cruise, was eine selbst aufblasende Isomatte ist, haben wir eine noch viel größere Preisspanne als bei den anderen Sachen. Da geht es von 12 bis 60, teilweise sogar mehr Euro. Das hängt davon ab, wie dick die Matte am Ende sein soll und wie lang. Selbstaufblasende Matten, einmal ganz kurz zum Verständnis, sind eine Kombination aus Luftmatratze und Schaumstoffmatratze. Man hat innen drin meistens auch hier ein PU-Schaum, der dann durch einen Unterdruck sich Luft ansaugt, wenn man das Ventil aufmacht und so sich selbst aufbläst. Man kann natürlich noch mal ein bisschen mit dem Mund später nachhelfen, falls man es sehr prall haben möchte bei den Isomatten, also etwas härter. Das Schöne ist, dass diese Matten einfach sind, also einfach im Aufbau sozusagen und trotzdem komfortabel, fast so komfortabel wie eine Luftmatratze und dann gleichzeitig noch ordentlich wärmen für einen normalerweise angenehmen Preis, weil die kleinste Variante kostet halt zum Beispiel 12,90 Euro knapp und ja, solche gibt es auch von anderen Anbietern. Ich habe zum Beispiel auch noch eine von Lidl, von der Marke, diese Camping- oder allgemeine Outdoor-Marke. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Krivit heißt die. Da kostet die auch 12 Euro und die habe ich auch gerne mal auf Festivals zum Beispiel dabei. Hinten in den Kofferraum reingeschmissen und wenn man ankommt, einfach Ventil aufdrehen, hinschmeißen, später Ventil wieder zumachen. Alles ist super und es ist bequem und es wärmt, also isoliert, was meistens Luftmatratzen nicht tun, weil sie nur eine Kammer haben. Wir haben dann hier unterschiedlichste Gewichtarten. Das fängt bei 1 Kilo bei der ganz leichten an und geht bis 4 Kilo hoch. Das ist dann natürlich aber auch eine selbstaufblasende Matte, die hat irgendwie so eine Höhe, ja, also von über 10 cm ist nochmal 2 Meter lang und auch nochmal doppelt vor allen Dingen so breit. Das heißt, da haben wir eine, die 1,60 dann breit ist. Das ist natürlich dann eher so eine Art Doppel-Isomatte für ein Ehepaar oder für ein angehendes Ehepaar. Ich weiß ja nicht so, wie das bei euch läuft, ne? Aber damit ihr mal ungefähr ein Größenverhältnis habt und auch wisst, dass es auch tatsächlich eine Doppel-Isomatte, die sehr dick ist für Ehepaare oder Leute gibt, die vielleicht auch mit Kindern dann draußen schlafen etc. etc. Tja, das waren die ganzen harten Fakten zu dieser Schlafkombination, die ich sehr gut finde. Wir gehen jetzt natürlich nochmal in die Nahansicht und schauen uns genau an, zum Beispiel beim Zelt, wie wird das aufgebaut, was ist das Besondere daran. Wir gucken uns den Schlafsack mal ein bisschen näher an und so weiter und so fort. Also kommt da einfach mal mit. Der Aufbau vom Zelt gestaltet sich sehr einfach. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier sozusagen nur eine Mittelstange, keine Kreuzstange. Das heißt, die Konstruktion steht nicht von selbst, sondern muss sozusagen abgespannt werden. Deshalb beginnt man damit. Samwise. Ja, ich meine dich. Deshalb beginnt man damit sozusagen den Zeltboden so auszulegen, wie man das möchte und spannt ihn dann mit, 5 Heringen schon mal ab, damit man genau den Bodenmaß hat. Ich finde das sehr angenehm, dass man das dann so direkt hinlegen kann, direkt spannen kann und so weiter. Natürlich ist ein Zelt, was man herumtragen kann mit sich selbst, weil es sich praktisch selbst trägt durch die zwei Stangen, auch nochmal eine ganz andere Kategorie von Praktikabilität. Nur spart man mit einer Stange natürlich ein bisschen Gewicht ein. Wenn man es dann hochgezogen hat, das Zelt, dann kann man an der Seite noch weitere Abspannmöglichkeiten finden und man kann natürlich hier oben das Regendach, das man dann draufsetzt, unten in die Heringe mit einfädeln. Das heißt, man braucht dann nicht nochmal eine extra Konstruktion oder sonst irgendwas in der Richtung. Achtet halt darauf, dass einfach dieser Öffnungsschlitz hier, dass der auf dem anderen Öffnungsschlitz raus sitzt, weil sonst spannt ihr es alles ab und wollt reingehen ins Zelt und fragt euch, ja.
Es gibt da noch weitere Abspannmöglichkeiten. Jeweils an der Seite gibt es nochmal eine Sturmschutzabspannung. Ob man die braucht, meistens nicht. Ich habe sie noch nie benutzt bzw. noch nie gebraucht, muss ich tatsächlich sagen, weil so starken Wind hat man im Wald eigentlich relativ selten, dass das dann nicht mehr halten würde. Man kann aber so nochmal extra das Zelt sichern und nochmal für eine Art Luftunterstrom sorgen, weil man ja das Außenzelt nochmal ein bisschen wegzieht. Man muss es aber nicht machen, falls man das nicht möchte. Und hier finden wir dann solche Lüftungsklappen, die hier so eine kleine Verstrebung haben, die man dann aufstellt, sodass hier dann die Luft so reinkommt. Kann. Ganz einfach gehalten. Ihr seht das hier, man hat hier zwei Reißverschlüsse, also sozusagen ein Dreieckeinstieg, den man dann so zur Seite nudeln kann, wenn man das möchte. Man kann auch nur den zumachen und das hier offen lassen, das mache ich gerne, solange es halt nicht regnet, weil es einfach angenehmer ist. Dann so kommt die ganze Zeit die Luft rein, das ist ganz schön. Hier unten haben wir einen Boden, der ungefähr 6 cm hoch ist, das ist durchaus angenehm. Dann kommen die Krabbelfiecher und Wasser noch schwerer hinein. Den Boden könnt ihr hier sehen, das ist ein Ripstop-Material. Das ist deutlich dicker als normale Zeltböden, die ich so kennengelernt habe. Ich würde sagen, das ist so eine leicht dünnere Elefantenhaut. So in dem Bereich spielt sich das ab. Also sehr angenehm, da braucht man nicht nochmal eine extra Zeltunterlage, um den Boden zu schützen vor Dornen oder etc. Natürlich würde ich es nicht auf Rasierklingen drauflegen, weil irgendwann reißt alles ein. Aber es ist deutlich beständiger und widerstandsfähiger, als ich das von den meisten Zeltböden bis jetzt kennengelernt habe. So, das war das Zelt von außen mit all seinen Möglichkeiten. Wir gucken uns jetzt nochmal drin ganz kurz ein bisschen an, wie das Platzverhältnis überhaupt ist. Wie gesagt, man hat nur den von vorne Einstieg. Das ist ein bisschen unpraktischer als jetzt zum Beispiel eine sich selbst tragende Konstruktion, die links und rechts eine große Öffnung hat. Das ist einfach so. Aber ich finde das trotzdem sehr angenehm, da drin zu schlafen, das rein und rauskommen, wenn man das ein bisschen drauf hat, dann ist das auch kein Problem mehr. Ja, und so sieht es drinnen im Zelt aus. Es kommt ein bisschen Licht rein, wie man sieht, weil Grau zum Beispiel ist jetzt ein bisschen heller. Das dunkle Oliv, das hält ein bisschen besser das Licht ab, falls man das eher haben möchte. Das ist natürlich Geschmackssache. Ansonsten finden wir hier drin kein Klimbim mehr oder sonst irgendwas, sondern einfach nur das Zelt, angenehm. Einfach und es ist vor allen Dingen schön lang. Der Boden ist überall so hochgezogen wie am Eingang. Das macht das Ganze auch noch mal ein bisschen angenehmer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier wäre jetzt noch eine Möglichkeit, hier oben in der Mitte da abzuspannen, dann würde das Außenzelt noch ein bisschen weiter nach außen stehen und hier würde noch mehr Luft drunter durchkommen, falls man das möchte. Das ist jetzt gerade aber nicht notwendig bei mir. Schauen wir uns doch einmal den Grand Canyon Fairbanks Schlafsack noch mal genauer an. Einmal ein bisschen weiter für euch weg, damit ihr ein Gesamtbild habt. Der Schlafsack ist relativ einfach gehalten. Wir haben hier eine Kapuze, die wir mit einem Kordelzug hier ein bisschen enger machen können, in Verbindung mit dem Wärmekragen, den wir hier noch drin haben. Relativ einfach alles gehalten. Es gibt sogar im Kragenbereich noch so eine kleine Tasche, falls man da irgendwas reintun möchte. Ich habe es noch nie benutzt, aber es ist auf jeden Fall da. Dann haben wir hier den Reißverschluss, wo wir unten nochmal das Gegenstück haben, das heißt den zweiten Reißverschluss, somit ein Zwei-Wege-Reißverschluss. Das ist ganz praktisch, wenn man, wenn es sehr warm ist und man so den Bereich Abschritt bis untere Brusthöhe schon gerne erwärmt haben möchte, aber die Füße jetzt vielleicht ein bisschen entlüften möchte und dann kann man unten den Schlafsack natürlich aufmachen. Vorne drauf das Logo, alles sehr in schön schlichten Farben gehalten. Also das ist jetzt hier ein Olivton, vielleicht ein bisschen ausgewaschener Olivton, je nachdem wie man das sehen will. Und der schwarze Boden, der ist dann halt nochmal mit einer kleinen Wassersäule versehen. Der ist auch noch meiner Meinung nach ein bisschen robuster etc. Natürlich handelt es sich hier, falls ich das noch nicht erwähnt hatte, um einen Kunstfaserschlafsack. Das ist in den Preislagen auch relativ normal. Und die meisten Leute werden wahrscheinlich meistens Kunstfaserschlafsäcke benutzen. Daune ist ja dann doch etwas für Leute, die ein bisschen mehr Geld ausgeben möchten, die vielleicht auch einfach höhere Ansprüche haben. Das hier wiederum ist dann die Isomatte. Ich konnte da jetzt nichts Besonderes im Endeffekt ausmachen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich es schlecht finde, diese selbstaufblasende Isomatte von Grand Canyon. Sie ist aber jetzt auch nichts absolut Besonderes. Also wie gesagt, ich habe ja zum Beispiel auch eine von Lidl für 12 Euro. Also das ist ungefähr das Ähnliche. Ein bisschen robuster sind die Nähte geklebt, meiner Meinung nach, bei Grand Canyon.
Das kann mich aber auch einfach ein bisschen trügen oder Selbsteinschätzungsfehleinschätzung sein. Ansonsten haben wir hier einen klassischen PU-Schaum drin, der dann mit Polyester ummantelt worden ist. Wenn ihr euch übrigens das allererste Mal eine selbstaufblasende Isomatte holt, dann wundert euch nicht, dass die nicht sofort sich aufpumpt. Bevor ihr damit in den Urlaub fahrt und das erste Mal sie richtig im Einsatz habt, lasst sie einmal 24 Stunden richtig sich schon mal aufblasen. Und wie gesagt, wenn ihr dann später sagt, na, da ist mir nicht genug Luft drin, dann könnt ihr noch mal ein bisschen mit Mund nachhelfen. Nicht zu viel machen, weil sonst könnte es vorkommen, dass irgendwann die Klebebeschichtung, weil der Polyester, die Ummantelung, die ist ja verklebt mit dem PU-Schaumstoff, dass das sich ablöst durch euren Speichel, der über die Luft mit der Zeit reingekommen ist, beziehungsweise die Kondensation. Wollt ihr so eine Matte lagern? Lasst sie bitte aufgeblasen einfach irgendwo in der Ecke stehen, hinter einen Wäscheständer, hinter einen Kleiderständer, hinter einen Schrank schieben, neben einem Schrank in eine Lücke schieben, irgendwie so. Aber Hauptsache schön aufgepumpt. Man könnte das Ventil dann währenddessen ein bisschen offen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Meistens stehen die dann trotzdem, vor allen Dingen, wenn ihr sie in eine Kante reinstellt. Und dann passiert der Beschichtung und dem Speichermaterial innen überhaupt nichts. Zum Abschluss nochmal ein paar zusammenfassende Worte mit meiner persönlichen Meinung zu diesem ganzen Schlafsetup zusammengefasst. Fangen wir mit dem Zelt an. Ich finde, dass in dieser Preislage von 40 bis 60 Euro, wie gesagt, das Graue kann man als Auslaufposten, ich glaube immer noch, bei dem einen oder anderen Händler für 40 Euro bekommen. Ansonsten finde ich, dass für zum Beispiel für die olivene Variante davon 60 Euro auch durchaus noch angemessen sind. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich dieses Zelt sehr, sehr gut, weil es trotzdem ordentliche Größe bietet, nicht allzu schwer ist und trotzdem relativ einfach aufzubauen und dabei noch robust ist. Das Ganze passt einfach insgesamt zusammen. Natürlich gibt es deutlich bessere Zelte, aber in dieser Preiskategorie, ja, finde ich eigentlich nicht sonst, weil einfach da das Beste so zusammenpasst, wie man das eigentlich gerne hätte, wenn man sich ein Zelt kauft. Ich hatte dieses Zelt jetzt schon einige Male in Benutzung, zum Beispiel natürlich auch auf dem Heidschnuckenweg, wo ich mehrere Dutzende Kilometer gelaufen bin und dann abends froh war, so ein schönes, komfortables und vor allen Dingen auch langes Zelt zu haben. Nie bin ich nass geworden, der Boden war immer absolut in Ordnung, es war genug Platz drin und wie gesagt, wenn es nicht regnet, dann kannst du auch ordentlich nochmal vorne die Tür offen lassen, weil ja das Meshgewebe trotzdem zu ist und kannst dann nochmal ein bisschen mehr die Natur genießen. Den Schlafsack, den habe ich mittlerweile, ich glaube, an die 4 Jahre und den hatte ich noch viel öfter mit, als ich dieses Zelt überhaupt jemals mit hatte auf Touren. Zum Beispiel auf dem Westweg hat er mich begleitet und mir dort treue Dienste getan. Bei etlichen Übernachtungen, jetzt gerade auch wieder bei Freunden, hatte ich den mit, um dort zu übernachten und so weiter und so fort. Von dem bin ich im Preis-Leistungs-Verhältnis absolut überzeugt, was vor allen Dingen auch einfach an den Größenausmaßen liegt. Natürlich gibt es vergleichbare Schlafsäcke mit, ja, sagen wir, ähnlicher Qualität für auch günstigeres Geld mittlerweile, aber die sind dann meistens in den Größenausmaßen nicht so gut und haben nicht nochmal den extra verstärkten Boden mit wasserabweisender Funktion. Deshalb alles in allem ein Top-Schlafsack in der Preiskategorie. Wenn es natürlich an schwierigere Unterfangen geht, nehme ich natürlich einen anderen Schlafsack, aber absolut guter Schlafsack für einfachste Campingvorhaben, einfachste Bushcraft-Vorhaben und auch mal für eine kleine Trekkingtour. Sehr gut. Die Isomatte ist in Ordnung, ist preis-leistungstechnisch absolut vertretbar. Da gibt es aber auch gute Konkurrenzprodukte. Schaut euch da einfach ein bisschen um. Zum Beispiel, wie gesagt, im Sommer oder jetzt dann demnächst im Frühjahr kommt bei Lidl wahrscheinlich wieder die selbstaufblasende Isomatte dazu. Die hat ein ähnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Und für richtige Trekkingtouren nehme ich dann auch sehr gerne die Kombination aus einer Schaumstoffmatte, wo ich eine Luftmatratze oben drauf lege. Allerdings muss ich sagen, selbstaufblasende Isomatten an sich, wenn es um einfaches Camping, Schlafen bei Freunden, Festival, Bushcraft-Touren mit unter 10 Kilometer Wandern geht, sind das absolut top Luftmatratzen, Luftmatten, Isomatten, weil sie einfach das Beste miteinander kombinieren. Das heißt, ich muss sie nicht mühsam aufblasen, sie sind trotzdem bequem, sie haben dabei einen guten R-Wert, also Isolationswert, deshalb sehr gerne selbstaufblasende Luftmatratzen. Und ich meine, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, schmeißt du das Ding hinten rein, wirfst es bei Freunden hin, machst das Ventil auf und dann hast du gleich die Matte fertig, ohne was dafür tun zu müssen. Top!
Wenn ich mir so angucke, wie viel ich jetzt mittlerweile geredet habe, dann war das Video schon ziemlich lang. Ich möchte euch jetzt entlassen aus diesem Video sozusagen. Ihr habt es überstanden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Hier links und rechts oben findet ihr weitere Videos. Einfach mal gerne durchklicken, wenn ihr noch mehr Ausrüstungsvideos sehen wollt. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle Informationen, die benötigt werden. Und wenn mal nicht, dann schreibt einfach unten in die Kommentare rein. Beantworte ich immer gerne. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.